So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Es ist Frühling geworden. Wir setzen unser Jahreszeitenprogramm fort. Und ich muss erstmal an meinen Ausgangspunkt vom letzten Mal zurückkehren. Und ehrlich gesagt, ist es nicht gerade Frühling geworden, sondern der dauert schon eine ganze Weile. Das passt von daher, weil mein Winterbeitrag ja auch fast vorbei gewesener Winter gewesen ist. Und jetzt haben wir gerade so den Übergang vom Frühling in den Sommer. Die Tatsache, dass ja nochmal ein, ich weiß nicht, ob man sich beim Zeitpunkt des Guckens dieses Beitrags daran erinnert, aber der April ist ja nochmal so richtig kalt geworden, 2024. Und wir haben Schnee oben in den Bergen, hier jetzt nicht. Wir sind hier gerade auf höchstens 160, 170 Metern Meereshöhe. Viel mehr ist, sagen wir 180, aber vielleicht 200. Aber das ist auch das Höchste der Gefühle. Und da liegt natürlich kein Schnee, aber auf 800 Metern, und das haben wir hier durchaus bei unseren Bergen in der Umgebung, da ist dann schon welcher. So, hier stand ich letztes Mal zum Winterbeitrag und zum Start der Veranstaltung. Da hinten ist das Bächlein, das hatten wir letztes Mal auch, beziehungsweise Bächlein fließt darunter. So, jetzt müsste man es hoffentlich sehen können. Irgendwo da sollte es sein. Bildschirm zu klein. Und ich kann mir diesmal viel allgemeines Blablub sparen. Und wir fangen weitestgehend damit an, eben uns anzugucken, was sich verändert hat, seit wir das letzte Mal hier waren. Die Temperatur eigentlich nicht, zumindest nicht heute. Ist wirklich ziemlich kalt. Wir haben sowas um die theoretisch 7, 8 Grad. Durch die Nähe zum Bach und der Tatsache, dass der ja zurzeit wirklich ordentlich plätschernd vor sich hin fließt, das sorgt für eine hohe Luftfeuchtigkeit, und das ist dann empfunden etwas kälter, als es tatsächlich ist. Also es ist feuchte, kalte Luft, die ist schon ein bisschen durchdringend. Darum habe ich jetzt eben auch Handschuhe angezogen, weil das bisschen Zusatzwärme, dass mir wenigstens die Hände nicht so abfrieren, das mag ich ganz gut brauchen können. Ich hätte auch gerne auch noch eine Mütze, die die Ohren bedeckt, aber immerhin habe ich meinen treuen Hut, der hilft auch sehr. Ja, Frühling insofern, dass der Wald bereits vollständig ausgetrieben hat. Selbst die Bäume, die spät dran sind mit dem Laub anlegen, sind ausgetrieben. Ist also nichts an Laubbaum mehr da, was noch nicht die Knospen geöffnet haben sollte. Soll heißen, was jetzt noch kahl ist, ist tot. Oder so gut wie. Ja, und unser Mischwald, den wir uns ja letztes Mal schon angeschaut haben, hat jetzt den großen Vorteil, dass man auch erkennen kann, mit welchen Baumarten man es eigentlich zu tun hat. Und zum Beispiel ist eben eine Mischbaumart, die hier noch drin ist, die ich im Winter so gar nicht registriert habe, weil sie vom Stamm her tatsächlich nicht von zum Beispiel einer Buche und kaum unterscheidbar ist. Man muss da schon ganz, ganz, ganz genau aufpassen, und auch dann kann man es eigentlich nicht mit gutem Gewissen so richtig, richtig sicher sagen, ist diese hier. Ja? Das ist nämlich eine, na, ihr werdet es wissen, wenn ihr euch ein bisschen auskennt, eine Linde mit den herzblättrigen Blättern, herzförmigen Blättern. Genauer ist es eine, in diesem Fall hier, Sommerlinde tatsächlich. Das heißt, die Blätter werden auch noch größer, die Sommerlinde, auch großblättrige Linde genannt. Dafür sind die Blätter noch relativ klein. Das könnte daran liegen, dass sie eine schlechte Wasserversorgung hat. Jetzt steht sie aber direkt am Bach oder zumindest sehr nah am Bach und sollte dementsprechend eine sehr gute Wasserversorgung haben, weil wahrscheinlich nichts in diesem Boden sie daran gehindert hat, eine einzelne Wurzel zu haben oder ein paar, die so nah an den Bach rankommen, dass er eigentlich 24/7 ein bisschen Wasser bekommen sollte, mindestens ein bisschen. Und das würde sich normalerweise eigentlich in Großblättrigkeit äußern, innerhalb des Spektrums einer Art. Ne? Also eine Baumart hat schon irgendwie genetisch fixiert, entweder so und so große Blätter oder halt so und so große Blätter. Eine Edelkastanie, Esskastanie, Maronibaum, wie immer ihr das Ding nennen wollt, hat eigentlich immer sehr lange Blätter. Ja? Die gibt es aber eben in so lang und in so lang gefühlt. Ne? Also das variiert schon sehr stark. Das ist auch bei Linden so. Die können handflächengroß sein, ohne Finger, oder eben
so groß bis im krassesten Fall. Da habe ich mal einmal welche gesehen, die so ungefähr so groß gewesen sind. Aber ja, ganz seltener Fall. Und das ist eben mit der Wasserversorgung einhergehend. Je besser die ist, desto größer sind die individuellen Blätter, auch wenn bei guter Wasserversorgung im Schatten gestanden wird. Und das tut diese Linde hier zum Beispiel. Andererseits ist sie auch noch ein wenig jung. Nur ist es auch ganz normal, dass die Blätter kurz nach Austrieb, so kurz ist es jetzt auch nicht mehr, aber es ist auch noch nicht so lange her, dass man sie schon die maximale Größe erreicht haben müssen. Die pumpen sich ja erst auf. Das, was in der Knospe steckt, die wir im Winter ja noch gesehen haben, ich hatte euch zumindest mal ein, zwei Knospen gezeigt, was in der Knospe steckt, ist schon das fertige Blatt. Da muss also nicht mehr viel dran passieren, außer dass es mit Wasser aufgeblasen wird. Das ist also quasi eine Wasserbombe in der ohne Wasser drin Form, wenn man so möchte. Ja? Und sobald das Ding komplett mit Wasser aufgeblasen ist, erreicht es auch seine Endgröße. Allerdings ist das durchaus ein langer Vorgang sein, dass da also noch ein bisschen mehr drin ist, selbst bei einem so ausdifferenzierten Blatt wie denen, die wir hier jetzt sehen. Das kann sein. Ja, also allzu viel sicherlich nicht mehr, aber ja. Also eigentlich sollte sie fast noch ein bisschen größere Blätter haben. Hat ihr wohl keiner gesagt oder sie ist halt anderer Meinung als ich. So, bevor wir in unseren Wald reingehen, möchte ich jetzt, da wir hier noch draußen sind, kurz darauf hinweisen, also hier geht's rein, da sind wir auch letztes Mal rein. Es gibt grundsätzlich immer außerhalb vom Wald und im Wald, also außerhalb vom Bestand und im Bestand, gewisse Unterschiede in der Vegetation. Das liegt einfach daran, dass auf der Forststraße, das ist hier ja eine, Licht in den Bestand kommt, und zwar mehr als da drüben. Das ist jetzt schon relativ zugewachsen hier, diese Vorstraße, trotzdem das zusätzliche Licht und der kleine Bereich des Seitenstreifens, des Straßenrandes sozusagen, führen grundsätzlich immer dazu, dass hier ein paar Pflanzen wachsen, die im Dunkel des Waldes, der jetzt ja wieder Laub hat, nur sehr kurz oder gar nicht existieren können, weil sie halt einen großen oder zumindest einen mittleren Lichtbedarf haben. Und darum sind solche Randstreifen für die Artenvielfalt eines Waldes immer hochgradig interessant, auch für die Biodiversität. Das ist nicht zwingend dasselbe, dazu gibt es ein langes Video von mir. Egal. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal ein kleines bisschen noch diesen Seitenstreifen an, gehen also noch nicht die Route vom letzten Mal und schauen mal, ob wir hier irgendwelche Special-Pflanzen finden, die ich im Wald nicht erwarten würde. Ne? Also neben diversen Gräsern, die klammere ich jetzt mal aus, weil das interessiert eh keinen, ist hier schon der erste Vertreter, nämlich hier ein gelb blühendes Blümchen. Das ist ein Hahnenfuß. Ich kann euch gar nicht mal hundertprozentig sicher sagen, ja, wo sind denn die dazugehörigen Blätter? Welcher Hahnenfuß? Das müsste ich jetzt nachgucken. Ich glaube, Hahnenfuß reicht. Es ist jedenfalls nicht der scharfe Hahnenfuß, scheint mir. Und da drüben ist auch noch mal so einer. Doch, könnte auch der scharfe sein. Vielleicht ist er noch ein bisschen sehr klein. Aber den finden wir beispielsweise, der braucht relativ viel Licht, nicht in einem geschlossenen Bestand. Also nicht da. So, noch ein bisschen weiter gucken. Ah ja, hier, die Goldnessel. Das da ist die Goldnessel. Schwupp. Ich hoffe, sie ist zu sehen. Die heißt so, weil sie ein wenig an die Brennnessel erinnert. Sind aber nur entfernt verwandt. Brennnesseln sind schon noch mal was Eigenes, während die anderen Nesselpflanzen in Anführungszeichen halt einfach nicht nesseln. Sie sehen aber optisch ähnlich aus und mindestens wenn sie blühen, sind sie natürlich von der Brennnessel sehr, sehr gut dadurch zu unterscheiden, dass sie, whoop, eine Blüte wirst du für die Wissenschaft opfern können, eben schöne Blüten haben. Das ist schon ein bisschen platt gedrückt. Ganz anders als das bei der Brennnessel der Fall ist. Sämtliche Goldnessel, Taubnessel, Pflanzen haben so einen Rüssel, wenn man die Blüte ausrupft. Ich hoffe, das könnt ihr sehen, trotz der falschen Kamera für solche Sachen. Und den kann man ausnuckeln. Und manchmal
Pech gehabt, ist da ein Tropfen Nektar hinten drin. Der soll natürlich eigentlich für die Bienchen und die anderen Bestäuber gedacht sein, die angeflogen kommen. Und auf dieser Lippe, das was jetzt gerade runterhängt, landen. Dafür ist diese Lippe auch da. Und dann eben ihren Rüssel nach hinten in diesen Kelch, wo ich gerade dran genuckelt habe, reinstecken, da Nektar saugen und dabei an der Landeplatzlippe in Anführungszeichen Pollen da lassen bzw. Pollen mitnehmen für die nächste Blüte, die sie dann auf dem Wege bestäuben. Ne? Ganz raffiniertes System, schon verdammt alt, dieses sehr raffinierte System, viele, viele Millionen von Jahren. Aber für uns kann es halt interessant sein, um einen Tropfen Nektar hier raus zu nuckeln. Schmeckt wirklich gut, wenn man mal einen erwischt. Ist ein lustiger Zeitvertreib, wenn man mal im Walde gar nichts zu tun hat. Irgendwelche Goldnesseln zum Beispiel abgrasen bzw. Blüten abrupfen und dann halt eben Nektar nuckeln. Könnt ihr euch überlegen, ob ihr lieber nur die einzelnen Blüten von der lebenden Pflanze nehmt, dann bleibt die Pflanze selbst am Leben. Ist allerdings eine einjährige Pflanze, hilft ihr also nicht wirklich. Von daher ist es eigentlich schon egal, ob man sie ausrupft und sämtliche Blüten rausnimmt oder sie sonst irgendwie abmacht. Grundsätzlich ist es ethisch, moralisch, wenn man eine Pflanze essen möchte, meiner Meinung nach, oder fast essen möchte, also Nektar rausnuckeln ist, ist gleichbedeutend mit Essen. Finde ich es ethisch, moralisch schon in Ordnung, wenn man die Pflanze dann auch nutzt zu diesem Zwecke. Also es geht bei fast allen, die diese Blütenform haben, das, was der Laie jetzt einfach mal als Schmetterlingsblütler zusammenfassen würde. Na, da gibt es noch, aber da muss man jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Gibt es auch noch andere Sachen, die so ähnlich aussehen und dann kein Schmetterlingsblütler sind, aber wie gesagt, Lippenblütler. Lassen wir das. Ja, wir haben, was man jetzt auch schön sehen kann, entlang des Weges auch Verjüngung. Hier sind einige junge Ahorne. Ahorne natürlich. Ich glaube, den Witz habe ich letztes Mal schon gebracht, dass ich immer Ahorne sage, was natürlich Quatsch ist, Ahorne. Und eine Eiche, die interessanterweise schon verbissen ist. Ja, da hat schon jemand dran gefressen, also irgendein Käfer, irgendein Insekt. Könnte aber auch ein Hagelschaden sein. Ja, sieht mir fast nach Hagelschaden aus. Es hat nämlich gehagelt die letzten Tage. Das ist ein großes Problem, wenn zarte junge Bäumchen schon ausgetrieben sind und dann kommt nochmal Hagel oder gar nochmal Frost. Das nennt man dann Spätfrost. Also ein Frost Ende April zum Beispiel. Der kann eben die jungen zarten Blätter der Bäumchen, die gerade erst frisch ausgetrieben haben, stark beschädigen, weil die sind noch so jung und zart. Man könnte sie essen, es macht nur keinen Sinn meiner Meinung nach, aber man kann es schon. So jung und zart sind die, dass sie, wie gesagt, erstens noch essbar sind und zweitens, sobald einmal ein bisschen Frost passiert, gefriert das Wasser, was da drin ist. Das Blatt selber ist noch nicht fest genug, um diese Eiskernbildung in seinem Inneren unbeschadet zu überstehen. Und deswegen reißen die Blätter teilweise in Stücke, Zellwände werden aufgesprengt, kleine Gefäßverletzungen im Inneren der Blätter, die sind hinterher kaputt. Ja, und so ein Spätfrost kann also sehr, sehr gefährlich sein. Kommt natürlich auch darauf an, wie stark der Spätfrost ist. Zum Beispiel hatten wir heute Nacht, sollen wir laut Wetterbericht, minus 1 Grad gehabt haben hier. Davon sehe ich noch keine negativen Konsequenzen. Minus 1 Grad ist auch gerade noch so okay. Ne? Wenn es minus 3, minus 4, dann wird es schon happig. Und dieser minus 1 Grad Phase dürfte auch nur sehr kurz gewesen sein. Und auch die 0 Grad Phase hoffentlich nur sehr kurz gewesen sein. Oh, hier steht noch was Schönes. Das ist eine Esche, die hier offensichtlich von irgendwas irgendwoher angeweht worden ist. Esche hatten wir noch gar nicht bisher in diesem Waldstück. Die hätte ich im Winter auch nicht, doch ich hätte sie im Winter gefunden, wenn ich hier gewesen wäre. Hier war ich ja gar nicht. Aber ist schon mal sehr schön, dass auch mal noch eine kleine zusätzliche Esche dazukommt. Esche sollte hier eigentlich gut wachsen können. Das Problem ist halt, dass sie Eschentriebsterben hat. Diese Junge hier vielleicht noch nicht. Sobald sie größer wird, findet sie der blöde Pilz. Der klingt eigentlich ganz nett, das falsche weiße Stängelbecherchen. Aber ist leider nicht sehr nett und killt uns gerade 95% unserer Eschen. Aber das habe ich auch an anderer Stelle ziemlich ausführlich besprochen. Jedenfalls, wo ich hier jetzt gerade so im Waldmantel drin stehe, das ist ein sogenannter Waldmantel. Der Waldmantel verhindert, dass wenn man jetzt von nicht im Wald, sprich Vorstraße oder eben Freifläche, in den Wald reinlaufen möchte, dann muss man sich hier durchs Grünzeug schlagen und kann eben nicht einfach mal so in den Wald reinspazieren. Es ist ein wesentliches Charakteristikum eines gesunden,
schönen Laubwaldes, dass er zumindest Ansätze eines Waldmantels aufweist. Für einen richtigen Waldmantel, also einen ökologisch hochwertigen sozusagen, müsste der jetzt noch mehrere Stockwerke haben. Das heißt, hier befinden wir uns in der Strauchschicht, die erstmal das Eindringen verhindert, die typischerweise aus Hasel besteht. Check. Was noch ein bisschen fehlt, sind Dornpflanzen, Weißdorn, Schwarzdorn, Kreuzdorn zum Beispiel. Schwarzdorn ist gleich Schlehe, nur für, falls es da Verwirrung gibt. Und er ist natürlich auch etwas durchbrochen, also hier noch einigermaßen intakt. Und da haben wir dann schon ein Loch. Warum haben wir da ein Loch? Ja, weil da eine Buche steht. Und die macht es dann schon zu dunkel, dass sich der Waldmantel so richtig etablieren kann. Und normalerweise würde ein Waldmantel das jetzt kompensieren, dass da halt dummerweise eine Buche steht. Dadurch, dass sehr viel Licht von hier unten schräg reinkommt. Aber schräg reinkommen kann es ja nicht, weil da drüben ist ja auch wieder Wald. Ja? Und das unterscheidet jetzt natürlich einen Waldmantel an der Straße von einem Waldmantel auf dem Feld, wo wirklich der Wald aufhört und wo da hinten jetzt nur noch, keine Ahnung, Weizen meinetwegen, Kartoffeln, was auch immer, wächst. Ja, das ist also schon nochmal ein wesentlicher Unterschied. Ja, aber trotzdem, dass zumindest Ansätze eines Waldmantels auch mit Waldmantelarten wie eben der Hasel, des Haselstrauß, Corillus avellana, hier vorhanden sind, ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Gerne auch mal eine Eiche versucht im Waldmantel Fuß zu fassen oder entlang eben von sehr lichtreichen Lichtlöchern, wie beispielsweise dieser Kreuzung hier. Hui! Ja, hier kommt jetzt mal richtig Licht hin und das ist für eine Eiche, wenn sie dann älter geworden ist, ziemlich ideal. Aber auch eine junge Eiche mag gern relativ viel Licht haben und zeichnet sich dann übrigens auch dadurch aus, dass sie relativ helle Blätter macht. Das kann man hier schön sehen. Das ist ein sehr, ja, auffallend helles Grün. Im Vergleich zum Beispiel zum Haselgrün. Ich hoffe, man sieht das auf der Kamera, den Unterschied. Das ist also eine Anpassung an für das Lichtspektrum, das eine junge Eiche so zur Verfügung gestellt bekommen kann, viel Licht. Ja, hier haben wir noch einen scharfen Hahnenfuß. Das ist definitiv der scharfe Hahnenfuß. Ah! Und jetzt seid ihr umgekippt. Ja. Schön zu erkennen an Heterofolie, das heißt, er hat zweierlei Sorten Blätter. Der hat einmal hier diese, die relativ scharf eingezahnt sind, ne? Also scharfe Kanten aufweisen, tief eingeschnitten. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Ach, das ist, ups, jetzt habe ich ihn, glaube ich, abgeknickt. Naja, nicht so schlimm. Wo der herkommt, gibt es noch mehr davon. Und unten hat er dann, jetzt können wir, ja gut, jetzt ist es eh schon egal. Das ist also ein unteres Blatt. Ja. Ach Mann, ihr setzt nicht fest genug auf den Deppenzepter. Wenn ich euch zu sehr drehe, dann kippt ihr um. Unteres Blatt, ja, also schon hahnenfußartig, aber längst nicht so stark gezähnt bzw. eingeschnitten wie bei den oberen Blättern. Das ist mit Handschuhen auch alles noch viel schwieriger. Die sehen dann nämlich eher so aus. Ja? Und ich denke, den Unterschied kann man sehen. Diese Blätter findet ihr weiter oben an der Pflanze, das Blatt von eben findet ihr weiter unten an der Pflanze. Und diese Heterophyllie heißt unterschiedlich aussehende Blätter an derselben Pflanze. Das ist ein charakteristisches Bestimmungsmerkmal für den scharfen Hahnenfuß. Der ist giftig, wie jeder Hahnenfuß. Es sei denn, er ist super, super, super jung oder er ist getrocknet. Hat man ihn also im Heu für die Kuh, im getrockneten Heu, dann kann die Kuh ihn fressen. Hat man ihn auf den frischen Hahnenfuß, dann, soweit ich weiß, sollten selbst Rinder da nicht allzu viel von futtern. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man auf der Rinderwiese da nicht völlig mit übertreibt. Gut, ja, was ist denn noch eine wichtige Pflanze, die wir hier noch besprochen haben müssen? Mindestens die Knoblauchrauke, die wächst da hinten. Ich mache einen kurzen Schnitt. So, wie gesagt, in unserem Waldstück, in der Tour vom Winter, die machen wir gleich, finden wir das hier alles nicht, weil es da halt eben zu duster ist. Und darum, ich möchte es einfach mal angesprochen haben, weil es halt in diese Jahreszeit gehört. Also zum einen die Knoblauchrauke, hier gerade am Blühen mit ihren schönen großen, zack, dreieckigen Blättern und den kleinen, vergleichsweise winzigen Blüten für die ansonsten doch eher recht große Pflanze. Also die wird bis zu einem Meter hoch, in seltenen Fällen, sagen wir mal 80 cm. Und ist essbar,
wenn man dann halt sowas mag. Ich bin ja, was das angeht, immer Banause, wisst ihr. Außerdem haben wir hier dieses Zeug. Das finden wir auch den ganzen Sommer über. Merken wir uns schon mal für den Sommer. Da wird es nämlich immer noch da sein. Taucht im späten Frühjahr irgendwann auf und blüht den ganzen Sommer über und ist eine der ganz wenigen Blumen, die wir dann im Sommer noch werden finden können. Jetzt haben wir noch einiges, was blüht. Interessanterweise hat das Buschwindröschen schon aufgehört zu blühen, aber dazu gleich noch mehr. Und hier wächst es eben in der Knoblauchrauke in trauter Zweisamkeit. Das ist ein Geranium robertianum und gehört zu den Geranien. Wer hätte es gedacht, mit dieser kleinen Blüte hier. Es gibt noch andere Geraniums, aber beziehungsweise andere Storchschnabelgewächse. Das hier ist aber der im Walde vorkommt und der am wenigsten Licht benötigende Storchschnabel unter den Storchschnäbeln, Roberts Storchschnabel, wenn man ihn frei übersetzen möchte, aber eigentlich wird er auch gerne stinkender Storchschnabel genannt. Er sondert ätherische Öle ab, insbesondere wenn man die Blätter etwas reibt. Jetzt habe ich Handschuhe an, ich habe das schon mal woanders erzählt, aber macht ja nichts. Aber sobald man in der Nähe von einem Feld von Knoblauchrauke mit stinkendem Storchschnabel steht, dann merkt man gar nicht so sehr diesen leichten Knofi-Geruch von der Knoblauchrauke, sondern eher den charakteristischen Eigengeruch vom stinkenden Storchschnabel. Ob man das jetzt als stinkend empfindet oder nicht, das ist jetzt individuelle Wahrnehmung, das kann man so oder so sehen. Idee bzw. Geschichte dahinter ist, dass Carl von Linné, der berühmte Botaniker, der den zweigliedrigen Pflanzennamenaufbau überhaupt mal erfunden hat, hat zu diesem Zwecke Deutschland bereist und hatte dabei seinen Kollegen, ebenfalls einen Botaniker, einen frühen Botaniker sozusagen dabei. Also früh heißt, das war irgendwann, ich weiß nicht, 17, 1800, sowas um den Dreh. Weiß ich nicht auswendig, leider, sorry. Schreibe ich euch aber unten hin. Und dieser Kollege hieß Robert, wie er mit Nachnamen hieß, wissen wir nicht, aber er hat wohl gestunken. Und dementsprechend hat zu Ehren seines stinkenden Kollegen, der Carl von Linné, diese Pflanze nach dem stinkenden Robert benannt, also Geranium robertianum. Robert soll tödlich beleidigt gewesen sein und angeblich nie wieder mit Carl gesprochen haben, wenn das dann stimmt. Aber die Geschichte ist gut. So, ein letztes noch, bevor wir jetzt müssen wir sogar mal aus dem Wald raus, weil ich habe hier auf dem Weg hierher eben noch etwas gefunden, was wir uns unbedingt angucken müssen. Theoretisch ist der Wald hier vorbei, ne? Hier ist dann Schluss, da geht das Kronendach auf und hier steht noch ein bisschen letzter, inzwischen am Blühen, das ist Bärlauch. Ne? Das sollte den meisten Leuten ein Begriff sein, ist jetzt nicht gerade was, was keiner kennt. Und der ist jetzt deswegen wichtig, weil er ist noch da. Man muss suchen, es ist nicht viel Bärlauch hier. Es ist genau genommen eigentlich nur dieses eine Vorkommen hier am Waldrand. Und der blüht gerade noch schön. Wenn er blüht, wird er von den meisten Leuten nicht mehr gegessen. Es ist nicht so, dass man ihn nicht mehr essen kann. Kann man schon noch. Ist geschmacklich dann halt, bisschen entweder nicht mehr so saftige Blätter, die sind dann etwas fasrig, so in die Richtung. Und ein Teil vom Knoblaucharoma ist zum Teil auch schon raus, je nach Variante. Manchmal ist es auch sehr stark geworden, je nachdem, wen man fragt. Ich bin ja kein großer Bärlauchesser, aber man kann ihn schon noch essen. Oh, da habe ich hinten noch was Interessantes entdeckt, aber ich habe doch keine Zeit, verflucht nochmal. Heieiei, irgendjemand, warum auch immer, vielleicht war es auch ein Hund, sieht irgendwie so ein bisschen hundig aus, hat hier ausgebuddelt oder hat hier irgendwelche Wurzeln gesucht. Das sieht so ein bisschen aus, als hätte man da fast was abgeschnitten. War hier irgendein komischer Survivalist unterwegs? Ja, doch tatsächlich, das ist abgeschnitten. Ja. Hier fehlt nämlich auch der Fruchtstand. Da steckt normalerweise noch oben was drauf. Aber die Blätter weisen noch eindeutig darauf hin, das sind so pfeilförmige Blätter, ne? Wie so eine Speerspitze, Pfeilspitze so ein bisschen mit nach unten wegreichenden Blattöhrchen, nenne ich die jetzt einfach mal. Das ist der Aaronstab, der gefleckte Aaronstab, Arum maculatum. Ich habe keine Ahnung, wer so einen Schwachsinn anstellt. Also erstens sind die durchaus nicht gerade so häufig, dass man sie im großen Stil ausbuddeln sollte. Ich weiß nicht, ob sie geschützt sind, ich glaube nicht, aber ist meiner Meinung nach ein Frevel, das im größeren Stil zu tun. Zweitens,
ist der giftig, ja, beziehungsweise der hat Calciumoxalatkristalle in der kompletten grünen Biomasse drin. Soll heißen, wenn du da drauf beißt, dann brechen diese Calciumoxalatkristalle durch. Kleine Calciumoxalatspeere bohren sich in dein Zahnfleisch und dann hast du eine Zeit lang Spaß. Mein Professor für Botanik hat mich das mal probieren lassen, damit es mir in Erinnerung bleibt, wie Arum Maculatum aussieht. Und es hat funktioniert. Die Pflanze vergesse ich nie wieder. Weil, ja, wer es selber ausprobieren möchte und mutig sein möchte, nehmt eine winzig kleine Menge, ungefähr in der Größe von einem kleinen Fingernagel. So ungefähr in dieser Größenordnung. Und dauert ungefähr eine halbe Stunde bis 45 Minuten, bis dieses pelzige Gefühl wieder nachlässt. Ist so ähnlich wie nach einer Betäubung beim Zahnarzt. Wer mutig ist und es ausprobieren möchte und das wirklich mal gemacht hat, schreibt mir bitte einen Kommentar. Ich bin mal gespannt auf Zweitmeinungen. Meiner Frau wollte ich es mal antun, aber ich mag sie dann doch zu sehr. Aber es ist ein Erlebnis. Es ist wirklich nicht so schlimm, dass ich jetzt sage, dass es euch schlimm quält. Ne? So schlimm ist es schon nicht, es sei denn, ihr nehmt zu viel. Also wirklich nur eine winzig kleine Menge. Und dann ist es aber ein einprägendes Erlebnis, dass einen diese Pflanze nie wieder vergessen lässt. Also keine Ahnung, warum man die ausbuddelt und dann auch noch da so komisch am Wegesrand liegen lässt und den Fruchtstand abschneidet. Ich blende euch da mal noch ein Bild zu ein, wenn ich dran denke, wo man den Fruchtstand mal sehen kann. Der ist sehr charakteristisch. Das sieht aus, als wäre es eine freifressende Pflanze, ist sie nicht. Sie frisst nicht die Bestäuber, beziehungsweise diejenigen, die sie fängt. Sie fängt sie nur kurzfristig, damit sie bestäuben und lässt sie dann wieder laufen, sozusagen. Ja, also keine wirklich Beute in dem Sinne machende Pflanze, dass sie die Beute dann auch kaputt macht. So, das andere, was ich suche, kommt hier jetzt gleich. Eben habe ich es doch noch gesehen. Wo war es denn? Wo ist es denn hin? Bitte sehr, da haben wir sie. So, und wie gesagt, da hinten der Bärlauch, ganz prominent, schön sichtbar der Bärlauch. Und jetzt wächst hier gefühlt auch nochmal Bärlauch, dieses Zeug hier. Ich würde mal eins ausnahmsweise entnehmen wollen. Sieht von den Blättern her sehr bärlauchig aus, sind aber, und deswegen habe ich es auch entnommen, pro Stängel zwei Blätter. Und bei pro Stängel zwei Blätter, das aussieht wie Bärlauch. Bärlauch hat pro Stängel immer nur ein Blatt. Reißt man also einen Stängel unten am Boden aus, hat man ein Blatt dranhängen. Reißt man beim Maiglöckchen einen Stängel aus, hat man oben zwei Blatt dranhängen. Und wenn man sich nicht sicher ist, ob was mit dem Maiglöckchen zu tun hat, der Mai ist ja nicht mehr fern, dann findet man vielleicht auch ein blühendes Exemplar, so wie hier. Ja, da könnt ihr sehen, hier hängen, da sind so kleine Glöckchen. Ja, ich komme leider gerade nicht näher ran, aber ich denke, man kann es erkennen. Und die Glöckchen sind halt namensgebender Bestandteil vom Maiglöckchen. Das ist tödlich giftig. Das sollte man dementsprechend nicht statt Bärlauch in den Salat schmeißen. Ja? Und wenn man wirklich nur die Blätter anguckt, dann sind die einfach zu verwechseln. Maiglöckchen riecht auch nicht. Bärlauch kann also wunderbar am Geruch identifiziert werden. Hat man aber zu viel Bärlauch gesammelt, werde ich nicht müde, das zu erzählen. Dann riechen irgendwann die ganzen Hände nach Bärlauch. Und wenn man ein Maiglöckchen alternativ irgendwo aufsammelt, wird man es nicht merken, weil alles riecht nach Bärlauch. Maiglöckchen riecht nach nichts. Und damit riecht auch Maiglöckchen dann nach Bärlauch, wenn man Bärlauchpfoten hat. Deswegen ist der olfaktorische Nachweis, ob man es mit Bärlauch zu tun hat oder nicht, eben nicht zielführend, sondern man sollte immer auf die Zahl der Blätter pro Stängel gucken. Und ihr habt gerade gesehen, deswegen war da auch kein Schnitt, man muss manchmal nicht weit laufen, um von Bärlauchvorkommen in ein Maiglöckchenvorkommen zu geraten. Und in seltenen Fällen, ich kenne persönlich kein Beispiel, aber das gibt es mit Sicherheit, sind sie auch ineinander verwoben. Ja? Dass man also wirklich im Bärlauchfeld ein paar Maiglöckchen stehen hat. Und ja, drum, wenn man sich merkt, blühenden Bärlauch nicht mehr zu sammeln, wenn der Bärlauch blüht, kann das Maiglöckchen schon da sein. Sammelt man Bärlauch, wenn das Maiglöckchen, wenn er noch nicht blüht, noch nicht mal im Ansatz, dann ist die Chance, dass das Maiglöckchen überhaupt schon da ist, sehr, sehr gering. Und damit kann man eigentlich dann fast nicht aus Versehen ein Maiglöckchen erwischen. Und ja,
Aber das ist so wirklich was, was man beim Bärlauchsammeln ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte. Oder man guckt einfach im Mai in seinem Lieblings-Bärlauchsammelgebiet nochmal vorbei, ob es da irgendwo Maiglöckchen gibt, wenn da keine sind. Dass im nächsten Jahr ganz viele auf einmal auftauchen, ist eher unwahrscheinlich. So, wir betreten unseren Wald, das Waldstück vom letzten Mal mit genügend Vorgeplänkel. Das Erste, was auffällt, der Boden ist zumindest grün gesprenkelt. Ne? Wir haben hier also nicht mehr kahlen Waldboden ohne alles, mit nur ganz, ganz wenigen grünen Tupfern, sondern jetzt jede Menge grüne Tupfer auf, ja, immer noch natürlich Laub. Was da rumliegt, ist ja immer noch ein Laubwald. Ne? Aber die grünen Tupfer sorgen dann doch für eine erheblich größere Vielfalt, gefühlt. Die bestehen zu großen Teilen tatsächlich aus Anemone nemorosa. Und die blüht nicht mehr. Die ist ein reiner Frühjahrsblüher, blüht also auch nur im frühen Frühjahr und hört dann auf zu blühen, ist eine Zeit lang noch sichtbar, wird bis zum Sommer zumindest vermutlich weniger da sein. Ne? Vermutlich. Jetzt warten wir mal ab und gucken uns das Ergebnis meines Sommerrundgangs an. Aber das sind die, die hier überall stehen. Dieses Zeug hier. Ne? Da können wir, denke ich, eins entnehmen. Mit diesen Blättern, das ist das typische Anemonenblatt, normalerweise noch mit so einer weißen Glöckchenblume als Blüte sozusagen. Gibt es auch in Gelb, dann sehen die Blätter ein bisschen anders aus, blende ich euch mal ein, spaßeshalber. Das ist dann Anemone ranunculaides, die mehr an den Hahnenfuß erinnert. Die weißblühend ist allerdings trotzdem auch ein Hahnenfußgewächs, heißt, die sind hier wieder giftig. Man kann sich damit wahrscheinlich nicht umbringen. Ich wüsste jedenfalls noch nicht, dass es jemand geschafft hätte, das hinzukriegen. Wer es mal ausprobieren mag, nein, natürlich nicht. Ja, und wenn doch, dann nicht auf meine Empfehlung hin. Dann bin ich wenigstens nicht haftbar. So. Ja, vielleicht erinnert ihr euch, hier ist unser Tenching. Wir haben in der Winterversion an diesem Tenching hier Pause gemacht, beziehungsweise unseren ersten Stopp eingelegt. Und was auffällt, unser Tenching hat sich jetzt, attention please, hat sich jetzt dahingehend verändert, dass wir hier überall diese hellgrünen Spitzen dran haben. Und eine Tanne ist nämlich ein wunderbares Beispiel für einen Baum, der einen Großteil seines Jahreswachstums in den ersten paar richtig guten Frühjahrswochen erledigt. Ja, gerade bei so einer jungen Tanne, die wird jetzt noch höher, die hat jetzt kaum an Höhe zugelegt, wie man sehen kann, da ist kaum noch irgendwie ein grüner Trieb hier oben drauf. Die wird also schon noch versuchen, höher zu werden, damit sie aber effizient höher werden kann, zumal sie auch keine Option hat, heute dieses Jahr noch nach ganz oben zu gelangen, deswegen hat sie es auch nicht super eilig mit Höhenaufbau, ist sie erstmal ein bisschen breiter geworden, wie man hier sehen kann, mit dem sichtbaren Zuwachs, um mehr Photosynthesefläche zu haben, um möglichen Verbiss auszugleichen. Die hat hier auch Verbissstäden, das heißt, da kam das Reh und hat ein wenig dran geknabbert. Und ja, das muss sie jetzt kompensieren, das Weggefressene, durch neues Grün, was sie gerade tut. Und wenn sie Glück hat, wird sie vom Reh lange genug nicht gefunden, um mit dem neuen Grün auch neue Photosynthese machen zu können, um noch ein bisschen Zellulose zu bauen, um hier Höhenwachstum ein Stück weit draufzulegen. So viel, ja, das wäre schon realistisch, denke ich. Sie kriegt hier natürlich nicht viel Licht, jetzt nicht mehr, im Winter schon. Und das ist ja auch so ein bisschen der Knackpunkt, wenn du immer grün bist. Du kannst in dem Moment, wo es die Temperaturen zulassen, mit Wachstum loslegen, hat sie ja auch gemacht offensichtlich, bis oben dicht ist. Ja? Weil die hohen Laubbäume austreiben und damit hat die kleine Tanne als immer grüner Baum hier natürlich einen Standortvorteil und einen zeitlichen Vorsprung gegenüber dem überwiegend Buchen und ja, tatsächlich auch ein bisschen Linden, wie wir jetzt wissen, die wir nicht wussten im Winter, weil man die am Stamm wirklich fast nicht unterscheiden kann. Gegenüber beiden jedenfalls einen gewissen Wuchsvorsprung. Auch unser Ilex ist noch hier. Das ist unser Ilex vom letzten Mal. Beim Ilex hat sich nicht viel getan. Wir sehen keine neuen Blätter. Warum sehen wir beim Ilex keine neuen Blätter? Weil der Ilex schweinelangsam wächst. Der macht als immergrüner Baum, als immergrüner Laubbaum mit teuren, dichten, dicken, teuren, massiven Blättern. So ein Ilex-Blatt, wer das mal angefasst hat, das ist hart.
Das ist in keinster Weise schön sanft, weich, wie ein junges Buchenblatt, das man theoretisch essen könnte. Wie gesagt, wer das will, ich nicht so. Ja, hier bietet sich gerade eins an. Nein. und die sind wirklich hart und massiv. Und dieses hart und massiv kommt durch mehr Material zustande. Das heißt, ein Ilex-Blatt ist teuer. Das braucht einfach mehr Baustoff. Zellulose vor allen Dingen, um so massiv gebaut werden zu können, wie das ein Ilex eben macht. Dafür sind die Blätter dann massiv genug, um auch Fröste zu überstehen. Ein massives Spätfrostereignis zum Beispiel, was jetzt hier der Buche, in der ich hier mehr oder weniger stehe, massiv geschadet hätte und sie sehr zurückgeworfen hätte in ihrer Entwicklung, knapp dran vorbei, ne? Fast wäre es dazu gekommen, hätte dem Ilex hier überhaupt nichts ausgemacht. Und unser Ilex, der hier im Schatten der Buche rumsteht und wirklich kaum Licht abbekommt und hier vor sich hin kümmern muss und ein elendes Leben führt, wartet eigentlich nur drauf, dass die Buche hier irgendwann mal von Spätfrost massive Probleme bekommt. Und in dem Moment könnte er ein bisschen loslegen. Leider ist er halt immer noch ein Ilex und ist zu schnellem Wachstum nie in der Lage. Die sind auf Dauerhaftigkeit ausgelegt. Die machen einen sehr, sehr langen Marathon, niemals einen Sprint. Ja, und bedeutet, ja, er hätte dann einen kleinen Wuchsvorteil und macht dann vielleicht zwei Blätter. Zusätzlich zu denen, die er schon hat. Ja, übers Jahr verteilt gibt es dann vielleicht schon mal ein neues Blatt, vielleicht auch zwei, aber das ist eine extrem langsame Angelegenheit bei so einem Ilex. So, dann haben wir hier jetzt übrigens noch so ein Ding hier. Das ist, wenn mich nicht alles täuscht, eine Lorbeerkirsche. Ich möchte sie ja fast rausrupfen. Hier sei dem Ben aus dem Schnitt auch noch mal ein kleiner Kommentar gestattet. Beim Kirschlorbeer oder der Lorbeerkirsche, beide Namen werden in Deutschland verwendet, kommt es immer mal wieder ein bisschen zu Geschlechtsverwirrung sozusagen, ob das jetzt gerade eben nun mal eine Kirsche oder ein Lorbeer ist. Je nachdem, wie rund man den Namen ausspricht, sagt man Kirschlorbeer, wäre es ja eigentlich ein Lorbeer, der kirschig aussieht. Sagt man Lorbeerkirsche, dann ist es eine Kirsche, die lorbeerig aussieht. So, und wie ihr diesem Bild jetzt hier entnehmen könnt, handelt es sich tatsächlich um die Lorbeerkirsche, denn die Blätter haben hier mit Pfeilen markiert Nektarien. Und wenn eine Pflanze Nektarien an den Blättern hat, dann ist sie eine Kirsche. Die gibt da also Nektar ab, um ja, Nützlinge anzulocken, zum Beispiel Ameisen, die sie dann vor Schädlingen schützen. Und das ist so ein besonderes Charakteristikum der Kirschen. Die gehören wiederum zu den Rosengewächsen. Und das dürft ihr jetzt alles wieder vergessen, außer dass ihr euch merkt, das Teil heißt Lorbeerkirsche, nicht Kirschlorbeer. Also zumindest, wenn man es ganz genau wissen möchte. Und das Ding gehört hier nicht her und ist invasiv ein Stück weit. Kann sich hier und da mal relativ gut ausbreiten, ähnlich wie der Rhododendron, der auch unter besonders feuchten Bedingungen, man könnte ihn hier in dem kleinen Bachtal, in dem wir uns gerade befinden, fast vermuten, mal ein bisschen invasiv werden kann. Die Lorbeerkirsche eben unter ähnlichen Bedingungen manchmal auch, man würde es gar nicht vermuten, weil die hat ähnlich wie der Ilex eben dicke, fleischige, sich so ein bisschen plastikartig anfühlende Blätter und ist auch immer grün. Und eigentlich etwas, das aus wärmeren Regionen der Welt kommt. Deswegen ist es auch immer grün, weil der Winter da nicht so eine Rolle spielt und drum kann es da auch immer grün sein. Und vermutet man kann jetzt vermuten, dass eben die Ausbreitung der Lorbeerkirsche dadurch erfolgt, dass es halt wärmer wird, auch bei uns die Winter weniger kalt und die Chancen, dass ein Winter so kalt ist, dass er alle killt, nimmt ab von Jahr zu Jahr. Ne? Dieses Jahr, wie gesagt, hätte es fast noch mal geklappt, aber der Kerl ist noch da und er sieht auch recht vital aus, hat ihn also der Spätfrost nicht dahingerafft. Dafür sorgt natürlich auch die Bettdecke hier oben drüber, weil je weiter unten du in einem inzwischen geschlossenen Laubwald wächst. Übrigens beachtet das Bild nach oben. Das ist jetzt noch nicht sehr dicht. Das wird im Sommer noch mal ein bisschen anders aussehen. Prophezei ich jetzt einfach mal. Ne? Und da ist jedenfalls die Bettdecke in Anführungszeichen auch ein gewisser Temperaturschutz für kalte Temperaturen.
macht es im Sommer kühler und im Winter wärmer, ganz grob gesagt, solange ein geschlossenes Kronendach vorhanden ist. Im Winter ist natürlich nur dann ein geschlossenes Kronendach vorhanden, wenn wir es mit einem Nadelwald zu tun haben. Oder zumindest mit einem anteilig hohen Nadelwaldanteil am Gesamtwald. So, irgendwo hier stand unser Luzula luzuloides, also unsere Heimsinse. Die Heimsinse fällt jetzt überhaupt nicht mehr auf, weil jetzt alles Mögliche grün ist. Überwiegend eben, oh, das könnte auch unser Tännchen vom letzten Mal gewesen sein, das weiß ich jetzt gar nicht, aber auch hier der helle grüne Kranz um die dunklen Nadeln vom letzten Jahr oder von den Jahren davor mit dem bisherigen Jahreszuwachs. Übrigens, das könnt ihr hier noch schön sehen, die hat jetzt auch schon ein bisschen Triebe nach oben gemacht. Die sind aber noch ganz, ganz, ganz eng zusammen. Das heißt, das ist jetzt, muss auch mit Wasser aufgepustet werden, was wir hier sehen. Dann wird das auch nochmal erheblich länger und werden dann richtig neue Zweige nach oben. Aber der Hauptterminaltrieb, der geht gar nicht mehr. Deswegen hat die auch drei, statt einen nach oben zu machen. Einen nach oben, wie man als kleines Kind ein Tannenbäumchen zeichnen würde. Ne? Weil der Terminaltrieb, der Haupttrieb nach oben, der fehlt. Ja? Der ist abgebissen und zwar schon ja, von einer ganzen Weile. Das war dann voraussichtlich ein Rehlein, das da eben unsere Tanne nach oben geköpft hat. Weswegen auch die auch so breit ist. Ne? Die sieht ja schon ein bisschen gar nicht so aus, wie man das Tannenbäumchen malen würde. Die wurde also mehrfach in ihrem Höhenwachstum gestoppt, indem man ihr die Terminalknospe abgeknabbert hat. Vielleicht war es auch ein Vegetarier. Oder so jemand, der auch Buchenblätter futtert. Warum mache ich mich darüber lustig, Buchenblätter zu essen? Naja, ganz einfach, die enthalten nichts, was dem Körper irgendwas geben würde. In geringen Mengen enthalten sie auch Sachen, die dem Körper im Gegenteil so gar nichts geben, sondern schon ein bisschen Phagin. Phagin ist das Gift der Buche. Das ist für uns Menschen nur in sehr hohen Dosierungen dann irgendwann mal ein Problem. Aber es gibt keinen vernünftigen Grund, warum man Buchenblätter essen sollte, außer man bildet sich ein, dass die lecker seien. Das darf man natürlich, selbstverständlich darf man sich das einbilden. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass das nicht der Fall sei. Aber ja, über Geschmack streiten ist meistens sinnlos. So, hier steht jetzt innerhalb der Tanne und fast schon Verwechslungsgefahr mit dem Kirschlorbeer. Hier sowas mit so länglichen Blättern. Verdächtig, verdächtig. Und offensichtlich aus Holz. Ne? Hier unten sind Holzstrukturen, das ist eine junge Edelkastanie. Die hat auch ein wenig unterm Hagel gelitten. Je größer das Blatt, ja, desto größer dass die Anfälligkeit für Hagel. Da wird man dann schnell mal zerfetzt. Das wird ihr möglicherweise jetzt noch zum Verhängnis. Die ist noch so klein und jung, dass ihr diese Schäden, ja, das könnte schon problematisch werden. Die Blätter funktionieren prinzipiell schon noch, solange die Mittelrispe intakt ist. Das Blatt hat in der Mitte ja immer so eine dicke Ader. Die ist zum Weitertransport des in den Blättern gebildeten Zuckers vonnöten. Und solange das Blattmaterial irgendwie mit dieser Ader in Verbindung steht, kann es ruhig ein bisschen eingerissen sein. Dann funktioniert die Photosynthese noch und der Transport zur Mittelrippe bzw. das Wasser von der Mittelrippe in die Blattteile funktioniert noch einigermaßen. Also das ist jetzt Messerschneide, so in etwa, wo diese junge Kastanie sich befindet. Könnte also gerade noch so gut gehen, könnte gerade so in die Hose gehen, schwer zu sagen. So, auch jetzt da, oh, hier übrigens noch eine junge Linde. Ja, und oh, hier haben wir noch eine schon etwas größer gewordene junge Kastanie mit ganz frisch ausgetriebenen Blättern. Deswegen sind die auch noch so klein. Die werden dann noch erheblich größer. Da muss noch mehr Wasser reingepumpt werden. Aber offenbar befinden wir uns hier, wo ich jetzt stehe, an einer Stelle, wo ein paar Maroni hingefallen worden sind. Hingefallen worden sind, ist gar nicht so falsch, weil Maroni werden ja auch vom Eichhörnchen verteilt und versteckt. Einzelne. Der Eichelherr nimmt hin und wieder auch mal eine mit. Eine kann er gerade so transportieren. Soweit kriegt er den Schnabel auseinander. Und könnte also sein, dass das Resultat von einer Versteckaktion der beiden großen Verstecker, Eichhörnchen und Eichelherr, gewesen ist. Oder hier in der Nähe steht irgendwo eine ältere Kastanie, die hier ein paar Maroni runtergeschmissen hat und dann auf diesem Wege dafür verantwortlich ist. So, leider sind wir jetzt im Frühjahr auch in der Lage, guten Laubbaum vom schlechten Laubbaum zu unterscheiden. Jetzt gibt es keinen schlechten Laubbaum, was es aber gibt, ist ein toter Laubbaum. Und wenn wir jetzt mal nach oben gucken, auf der Seite vom Bach da hinten,
Ne? Da sind leider Baumkronen, ich hoffe, man hat es gesehen, vorhanden, die noch nicht ausgetrieben haben. Oder da ein ganz kleines bisschen ausgetrieben haben und eigentlich mehr hätten austreiben sollen auf gut Deutsch. Da haben wir ein paar tote Bäume. Das ist ungewöhnlich, da die sehr nah am Bach stehen und eigentlich eine gute Wasserversorgung gehabt haben sollten. Der Bach ist selbst 2018, 19 nie vollständig ausgetrocknet. Also es war immer noch so ein Rinnsal, ein wirklich winziges, aber ein Rinnsal war vorhanden, weshalb ich nur vermuten kann, dass sie gewohnt waren, ihr Leben lang, die sind jetzt noch nicht sehr alt, immer eine hervorragende Wasserversorgung zu haben und als die dann geschwächelt hat, dass sie das unvorbereitet getroffen hat, sozusagen. Du wächst auf im Glauben, ich habe Wasser im Überfluss, ich kann Wasser verbrauchen, wie ich lustig bin. Und plötzlich kommt ein Jahr oder zwei oder drei, in dem du auf einmal nicht Wasser verbrauchen kannst, wie du lustig bist. Das ist das Verhängnis von vielen, insbesondere Buchen, das sind Buchen hier, geworden, die dann in den letzten Jahren eben gestorben sind, aufgrund eben dieses eigentlich überlebbaren Wassermangels, wenn man dann darauf angepasst geworden gewesen wäre, so rum. Ja, und das ist halt eben sehr, sehr schwierig in schnell sich ändernden Bedingungen. Oh, das ist doch auch noch was Interessantes. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher und an dieser Stelle dann ein kleiner Schnitt, weil ich muss ein bisschen Sicherheit in die Pflanzenbestimmung bringen. Sorry, ich kenne halt auch nicht 100% alles. Ja, es handelt sich um die vielblütige Weißwurz. Also die hat viele Blüten. Und hier unten steht sie und der Voice-Over-Ben erzählt uns da noch ein bisschen mehr dazu. Guckt mal, hier unten dran hängt so ein Blütchen. Ja, das ist wieder gesagt wie die falsche Kamera. Wunderschönes Ding. Habe ich jetzt so im Walde ganz selten mal angetroffen, drum wollte ich es auch noch mal nachgucken, was das ist. Vielblütige Weißwurz, aber nochmal, der Voice-Over-Ben weiß da mehr dazu, weil der Ben vor Ort spontan auswendig, ne. Ja, die vielblütige Weißwurz, hier eine alte Abbildung, vor allen Dingen schön zu identifizieren, wenn halt diese Blüten der Reihe nach unten vom, ja, Stängel herabhängen und das Ganze so ein bisschen horizontal ausgerichtet ist. Weißwurz heißt sie wegen der hier unten im Bild weißlichen Wurzel bzw. dem weißlichen Rhizom. Das schauen wir uns gleich noch genauer an. Ich kannte die bisher wenig, weil sie tatsächlich basenreiche Buchen bzw. Mischwälder, Laubmischwälder bevorzugt und eigentlich nur auf besseren Standorten vorkommt. Ich bin die meiste Zeit allerdings eher in sauren Wäldern unterwegs und da kommt sie dann halt eben nicht vor, weil es ihr da zu sauer wird. Wie wir ja schon im Winter gelernt haben, ist unser kleines Wäldchen, wo wir uns hier rumtreiben, allerdings auf Lösslehm anzutreffen und der enthält auch immer sehr gute Anteile an sogenannten Basen, also die Basensättigung ist hoch. Das bedeutet, wir haben gewisse Anteile von vor allen Dingen Calcium, Kalium und Magnesium im Boden und davon braucht diese Pflanze hier wohl ein bisschen mehr als andere und drum kommt sie auf sauren Böden, wo diese drei Stoffe eher seltener sind, die fehlen nicht vollständig, sonst könnte da gar nichts wachsen, kommt sie dann nicht vor. Ja, jetzt könnte man für Survival-Interessierte denken, oh, die hat also eine dicke, fleischige Wurzel, das ist ja ganz super, dann kann man die bestimmt essen. Das Dumme ist nur, also hier nochmal die dicke, fleischige Wurzel, das ist ein Rhizom, die Pflanze weiß auch, dass sie eine sehr dicke, fleischige Wurzel hat. Und grundsätzlich sind solche Wurzeln ja deswegen interessant, weil in der Wurzel Stärke gespeichert wird als Speicherstoff, bedeutet, oder irgendein Stärkederivat, bedeutet, die könnten wir als Mensch auch essen, verdauen und eben durchaus einige Kalorien daraus ziehen. Ich sage könnten wir, weil eben die Pflanze auch weiß, dass ihre Wurzel lecker ist. Die ist auch für Wühlmäuse lecker, die ist für Wildschweine theoretisch lecker. Also da können ganz viele Tiere was mit anfangen, die an die Wurzel rankommen können und deswegen ist sie giftig. Allerdings, das ist ja häufig so, was giftig ist, kann auch eine heilende Wirkung haben. Sie wurde also früher zur Wundheilung eingesetzt, also nicht nur die Wurzel, sondern die ganze Pflanze, je nachdem, woraus man jetzt die Droge gewonnen hat, meistens aus den Blättern.
weil die enthaltenen Inhaltsstoffe, unter anderem sind da jede Menge Saponine drin, das sind Seifenstoffe, die sind in geringer Konzentration nicht weiter schlimm, in höherer Konzentration machen sie A Seife und B uns krank, wenn wir sie dann essen. Seife futtern ist also keine gute Idee und gleichzeitig wirken sie aber auch antibakteriell, weshalb eben alte Befunde, die Pflanze würde die Wundheilung fördern, sicherlich nicht ganz falsch sind. Unter bestimmten Bedingungen kann sie zumindest eine Infektion verhindern. Sie kann aber gleichzeitig eben die Wundheilung auch negativ beeinflussen, weil die darin enthaltenen Saponine und Giftstoffe halt eben nun mal auch giftig sein können. Da jetzt die genaue Dosis zu erwischen, wo die positiven Effekte die negativen Effekte überwiegen, ist nahezu unmöglich. Das bedeutet für den, also im besten Fall wirklich die Finger davon lassen und die Heileigenschaft ignorieren. Da gibt es bessere Heilpflanzen, die nur heilen und nicht gleichzeitig einen auch noch vergiften. Ganz simple Sachen wie zum Beispiel der Spitzwegerich, den man auch überall findet, der hätte dieselbe wundheilungsfördernde, in Anführungszeichen, Wirkung. Ach so, und dann sollte ich vielleicht noch dazu sagen, wann immer man sich irgendwas auf die Wunde schmeißt, in der Hoffnung, dass es die Wundheilung fördert, sollte man nicht vergessen, dass das, was man sich da gerade auf die Wunde schmeißt, bitte schön sehr sauber sein sollte. Dinge, die man gerade aus dem Boden gezogen hat, auf eine offene Wunde zu legen, ist eine ganz beschissene Idee, weil davon kann man sehr gut Tetanus bekommen und wer weiß, wie lange die letzte Impfung daher ist. Wundstarrkrampf ist ein ganz, ganz übler Tod. Also bloß nicht machen, eine Wunde sauber halten, ist im Zweifel immer wichtiger, als da irgendwelche Heilpflanzen drauf zu schmieren. So, wir schreiten voran in Richtung der Kirche, die wir letztes Mal begutachtet haben. Ich bin also hier mehr oder weniger durchgelaufen, habe den Hintergrund zur Kenntnis genommen. Den würde ich jetzt heute nicht allzu sehr zur Kenntnis nehmen wollen. Ja, man muss ja auch nicht jedes Thema nochmal ansprechen, was im Winterbeitrag zum Beispiel auch schon gültig war. Interessant sind jetzt noch übrigens hier diese Dinger. Davon gibt es ganz, ganz viele. Man darf, glaube ich, mal eine ausrupfen. Das sieht aus wie was Geheimnisvolles. Ja, wenn das groß wird, dann wird es sehr groß. Das ist ein junger Baum, das ist ein Keimling von, ja, ich musste auch nachschlagen, daheim wohlgemerkt, im schlauen Buch. Ich habe die letztes Mal schon bemerkt, ich bin hier zum zweiten Mal jetzt, bin beim ersten Mal nass geworden und musste dann flüchten, um mich wieder trocken zu legen. Und wusste aber dann schon, das ist alles voll von diesen Dingern hier. Keimling bedeutet bei Bäumen, bei Laubbäumen eigentlich, dass die alles sogenannte zweikeimblättrige, also soweit ich weiß, sind es alle, sogenannte zweikeimblättrige Pflanzen sind. Das ist eine der großen Gruppen, in die man ja, Blütenpflanzen, Angiosperme, Bedecktsame eigentlich unterteilen kann, nämlich eben die einkeimblättrigen und die zweikeimblättrigen, Mono- und Dicotyledonen. Auf schlau. Und ihr seht hier diese dünnen, unterhalb der anderen Blätter, der großen, seht ihr diese dünnen kleinen Blättchen? Das sind die Keimblätter von Bergahorn. Ja? Und die allerersten Blättchen, quasi die Energie für diese zwei Blättchen hier, diese langen, unscheinbaren, völlig langweiligen, die steckt im Ahornsamen. Ja? Also dieses Ding, was man aufschneiden und sich auf die Nase kleben kann. Das Flügelchen, der Samen am Ende vom Ahornflügelchen. Der ist nicht sehr groß, ne? Der muss ja auch noch fliegen können, der ist auch nicht sehr schwer, aber er enthält genug Energie für den Stängel bis zu diesen Blättern, für ein winziges bisschen Wurzel und eben für diese zwei Blätter. Und in dem Moment, wo diese zwei Blätter gebildet sind, das passiert im zeitigen Frühjahr, die waren letztes Mal, als wir hier waren, noch nicht da, also schon im zeitigen Frühjahr, aber auch nicht super, super früh, wo andere Frühjahrsblüher schon längst da sind. Und die machen dann sofort Photosynthese und mit der Photosynthese bilden sich diese beiden Blätter, die auch noch nicht nach Bergahornblatt aussehen. Ne, gar nicht. Aber das sind dann erst die bereits ersten aus der Photosynthese quasi hervorgegangenen Blätter. Und wenn das Ding dann noch größer wird, dann kriegt es auch irgendwann Ahornblätter natürlich und sieht dann wie ein junger Ahorn aus. Die schießen sehr schnell in die Höhe, versuchen also gezielt Höhenwachstum zu machen. Der Ahorn, Bergahorn vor allen Dingen, ist eine Halbschattbaumart. Sie braucht im Alter viel Licht, in der Jugend noch nicht allzu viel, aber sie weiß sozusagen, dass sie im
Alter oder ist genetisch angeprogrammiert, dass sie im Alter viel Licht benötigen wird und versucht daher in kürzester Zeit eine gewisse Höhe zu erreichen. So, das Problem jetzt für die ganzen jungen Ahorner, die hier rumstehen, so gefühlt jedes dritte Grün von den kleinen Grüns, die ihr hier sehen könnt, ist ein junger Bergahorn. Die haben das Problem, dass sie gekeimt sind, aus dem Samen, kein Problem. Ne? Die Energie wurde mitgebracht, wurde quasi vom Mutterbaum mitgegeben. Dann Photosynthese machen konnten für diese ersten zwei Blättchen und jetzt ist die Buche ausgetrieben und jetzt reicht das Licht vermutlich nicht mehr, dass ein junger Bergahorn hier wirklich groß werden wird. Das heißt, alles, was hier an jungen Bergahornen steht, ne? Das sind ein paar tausend, ist dem Tode geweiht. Ja, das ist Natur. Das ist völlig normal. Eine komplette Generation junger Pflänzchen, aufstrebenden Pflanzen, die ihr ganzes jahrhundertelanges Leben potenziell noch vor sich haben, ist ihr tot. Und das jedes Jahr. Seit hier Buchen stehen und eine gewisse Größe erreicht haben und der Wald hier eine gewisse Dunkelheit hat und trotzdem Ahornsamen hier verbreitet werden von den Ahörnern, die hier in der Gegend rumstehen, das ist völlig normal. Ja? Also enormer Massenmord, riesige Sterbewellen im Pflanzenreich, völlig normal, gerade insbesondere im Wald. Also alle Sachen, die im Frühjahr keimen, die Chance, dass du als junger Ahorn der bist, der dann mal Jahrhunderte alt wird, die liegt so irgendwo bei 0,000 irgendwas, 1%. Ne? Also Tod ist die Regel. Überleben eine seltene Ausnahme. Andererseits, wenn sie dann mal 100 Jahre alt sind, dann haben sie gute Chancen, auch 200, 300, 400 Jahre alt zu werden, wenn sie niemand umsägt. So, wir gehen zu unserer Kirsche. Bei unserer Kirsche waren wir auch letztes Mal. An unserer Kirsche hat sich nicht allzu viel verändert. Wenn wir nach oben gucken, stellen wir fest, wir können die Kirschkrone fast nicht identifizieren. Das liegt nämlich daran, dass die Krone unserer Kirsche hier sehr weit viel weiter oben ist als das ganze Ummantelungsgrünzeug, was wir gerade, da kann ich euch gerne noch mal zeigen, hier jede Menge Ummantelungsgrünzeug um den Stamm, Krone der Kirsche selbst oben drüber und nur so kann diese Kirsche hier auch weiter gedeihen. Die ist nämlich eine ausgesprochene Lichtbaumart. Willst du eine Kirsche in einem geschlossenen Bestand, der sogar noch Buche enthält, das ist so die schattwerfendste und am meisten Schatten produzierende, das ist dasselbe, egal, Baumart, die wir so haben in unseren Wäldern, willst du deine Kirsche drin erhalten, muss die Kirschenkrone höher sein als die der vergleichbaren Buchen, der Buchen, die drumherum stehen. Und will man die Kirsche, dass sie dick wird eines Tages, dann muss man hier regelmäßig hergehen und eine oder andere Buche wegschneiden, damit unsere Kirsche hier genug Licht bekommt und kein anderer Baum höher als unsere Kirsche wird. Das weiß die Kirsche natürlich auch sozusagen, ja, also es ist ihr genetisch einprogrammiert, dass sie versuchen muss, möglichst schnell hoch zu werden. Und deswegen macht sie einen schlanken Stamm, einen langen, schlanken Stamm mit relativ wenig Seitenästen. Und das ist auch gut so, weil wenn sie viele Seitenäste hätte, wäre sie hinterher auch kein wertvolles Holz. Jetzt ist das keine Tip-Top-Kirsche und die wird da auch von alleine gewachsen sein. Kein Förster pflanzt eine Kirsche so stark, so nah ans Wasser, das macht keinen Sinn. Ne? Das ist also eine Zufallskirsche und hier hat man auch nicht nachgeholfen, dass die weiter oben ist mit der Krone als die vergleichbaren Bäume links und rechts davon. Das ist jetzt einfach alles komplett Natur. Und das ist auch wichtig, weil die Kirsche eine natürliche Mischbaumart des Buchenwaldes ist. Bedeutet, wenn es im Buchenwald nicht hin und wieder eine Situation gäbe, wo eine Kirsche von alleine durchkommt und von alleine alt genug wird, um zumindest jede Menge Kirschen zu produzieren, dann wäre sie ja schon ausgestorben. Es muss also auch eine natürliche Möglichkeit geben, für die Kirsche im Buchenwald zu existieren. Und die sehen wir zum Beispiel jetzt hier. So kleine Sonderstandorte wie eben direkt am Bach, wo besondere Bedingungen herrschen, wo die Buchen schon fast zu nasse Füße bekommen. Und da korrigiere ich mich gerade selber. Es könnte sein, dass unsere toten Buchen da am Bach gar nicht vertrocknet sind, sondern ersoffen. Das wäre rein technisch auch möglich nach 2023. Wäre möglich, ist unwahrscheinlich, kann man auch nicht sagen, was die Todesursache war. Nicht mit Sicherheit, jedenfalls nicht so einfach, indem man mal kurz das Ding anguckt. Ist aber eher unwahrscheinlich. Ich möchte es aber nur mal einfach als Option in den Raum stellen. Ja,
Wir gehen weiter. Letztes Mal sind wir hier lang gegangen, hatten da hinten schon den ersten Baumklotz zur Kenntnis genommen und uns über die Geschwindigkeit der Zersetzung von Baumstümpfen Gedanken gemacht, hatten dann dieses Beispiel als Beispiel für die Zersetzung von Baumstümpfen zur Kenntnis genommen. So, und das Schöne ist, dann sind wir hier in die Minischlucht, die ich als Lössgraben identifiziert habe, die durch Wasserbewegung entstanden ist, gekommen. So, jetzt hat es in letzter Zeit sehr viel geregnet und siehe da, unsere Schlucht, selbst der Oberverlauf unserer Schlucht führt jetzt Wasser. Ich hoffe, man kann das sehen. Jetzt ist also auf einmal aus unserer trockenen Schlucht, die durch Starkwasserereignisse nach langen Regenfällen entstanden ist, ein Bächlein geworden nach langen Regenfällen, die gerade passiert sind. Ich bin also sehr begeistert. Vielen Dank, liebe Natur, für dieses praktische Beispiel. Das hier ist die Schlucht. Im Winter eben trocken, jetzt ein Bächlein. Das ist also ein sehr, sehr, sehr seltenes Ereignis, dass hier mal Wasser fließt. Wenn hier aber Wasser fließt, dann könnt ihr sehen, dass das Bodenmaterial sehr schnell geschlammt wird. Also das ist Materialabtrag, geht sehr, sehr flott. Das Wasser fließt mit einer durchaus gewissen Geschwindigkeit und hat sich hier jetzt schon diese paar Tage, die es hier dieses kleine Bächlein gibt, ein Stück weit tiefer in den Untergrund gefressen. Und diese ganze kleine Schlucht hier, Minischlucht, die ist eben durch die wenigen Tage, die hier halt mal Wasser floss, entstanden. Allein dieser Oberlauf, dieser Bereich hier, der ist viel weniger deutlich gewesen im Winter, bilde ich mir ein. Den sieht man jetzt, natürlich ist es auch nass und so weiter, sieht man aber jetzt nochmal deutlich deutlicher. Ja? Und jeder Tag mit Wasser sorgt dafür, dass das sich hier tiefer einschneidet. Man kann das auch wunderbar an diesen Wurzeln sehen. Da sind schon Mini-Wasserfälle quasi über Wurzeln entstanden und diese Wurzel ist komplett freigespült. Die ist jetzt deswegen nicht sofort tot, aber ja, könnte sein, dass sie irgendwann einmal abstirbt. Und so entstehen hier dann kleine Etagen. Etagen führen dazu, dass Mini-Mini-Mini-Wasserfälle entstehen. Mini-Mini-Wasserfälle haben wieder mehr Kraft. Das Wasser kommt aus einer höheren Lage, klatscht nach unten, gräbt sich da tiefer ein. Unsere Schlucht wird tiefer und tiefer und peu à peu bekommen wir hier tatsächlich einen kleinen Mini-Canyon, der dann im Laufe von Jahrhunderten, Jahrtausenden und Jahrzehntausenden, länger als 10.000 Jahre geht hier gar nichts, weil da war noch Eiszeit zuletzt, wobei die natürlich auch Auswirkungen auf die Landschaft und so weiter. Aber jedenfalls, je länger das Ganze dauert, desto tiefer wird hier unsere kleine Schlucht und wie bestellt, jetzt fließt da Wasser. Ich bin begeistert. Ja, und die Eichelhäre hier, das ist ein Pärchen, die haben ein großes Problem in meiner Anwesenheit. Das war eben auch schon so, das ist das zweite Video, was ich hier aufnehme. Und wir müssen sie ignorieren. Ja, ich tue euch ja nichts. Ich will doch eure Eier gar nicht haben. Ja, aber sie sind halt die Waldpolizei. Wenn jemand im Wald ist, der da nichts zu suchen hat, egal wie sehr der sich in Lodenklamotte und Hut kleidet, dann ist er nicht willkommen. Genau. Ist ein Singvogel. Welch betörender Gesang, nicht wahr? Ah, Eichelhäre sind super coole Vögel. Ich mag die total gerne. Aber ja, die besten Sänger sind sie schon nicht. Gut, wir gehen ein Stückchen weiter. Ich bin grob in diese Richtung gelaufen. Mehr vom Gleichen. Ne? Der komplette Waldboden ist voll mit unserer vielblütigen vielblütige Weißwurz. Dann jede Menge Anemone, die nicht mehr blüht und jede Menge junge Ahorn, Bergahorn dazwischen. Hier hat er vielleicht eine gewisse Überlebenschance. Aber was tatsächlich da steht am Boden, also hier mal ein bisschen höherer Bergahorn, ne? Der hat es ein Stück weit geschafft, dass er schon Bergahornblätter ausbildet. Das machen sie relativ früh, aber die ersten Blätter sehen halt noch so ein bisschen unscheinbar aus. Ist noch sehr niedrig, vielleicht wird es was, hat schon mal etwas geschafft, was 99% seiner Geschwister nicht hingekriegt haben. Er hat Ahornblätter ausgebildet, ne? Also ist ganz gut im Überleben bisher. Und noch besser ist hier wieder die Edelkastanie, die hat schon eine gewisse Höhe erreicht. Die Edelkastanie hat ja viel weniger Samen als so ein Ahorn, weil so ein Samen ist ja relativ groß und lecker.
Und wenn ich ihn nicht esse, dann hat er überhaupt nur eine Chance zu keimen. Aber wenn er keimt, dann hat eine junge Edelkastanie ein riesiges Energiereservoir, aus dem sie zehren kann. Je größer der Samen, desto größer die Mitgabe von Mama sozusagen. Und eine junge Edelkastanie kann allein aus ihrem Samen schon, ja, die ganz junge, die wir am Anfang gesehen haben, die könnte vom gleichen Jahr gewesen sein. Das heißt, die erreicht aus ihrem Samen innerhalb von kürzester Zeit, also aus der Maroni, eine schon wirklich respektable Höhe, größer als die meisten Gräser, und kommt damit auch schon in eine respektable Höhe, also nicht bis hier, ne? Also wenn hier unten der Boden wäre, wo sie dann durchaus photosynthetisch einiges Licht abbekommt, ja? Wenn sie jetzt nicht im geschlossenen Buchenwald dummerweise steht, so wie die da auch. Aber das ist ein riesen Startvorteil. Bedeutet, die Kastanie, die Edelkastanie, die nennt man auch hypogäischer Keimer, im Gegensatz zu epigäische Keimung. Epigäische Keimung ist eine Birke. Haut massenhaft winzige Samen in die Landschaft und ihr Samen enthält gerade genug Energie für einen Millimeter Wurzel und einen Zentimeter Stängel und zwei winzige Keimblättchen. Ja? Ein Birkenkeimling ist winzig, der muss sofort Photosynthese machen, muss sofort im Licht stehen, sonst ist er sofort wieder hin. Also da geht es wirklich, kommt es auf Stunden an, dass der bei der Keimung sofort Licht abbekommt, sonst war es das, gefühlt. Ja? Gefühlt ist ein bisschen übertrieben, aber nicht viel. Die Kastanie hingegen, ja, die hat Zeit. Der Energievorrat reicht erstens mal für eine vernünftige Wurzel, eine richtig ordentliche Wurzel, check, und eine gewisse Basishöhe, um halt wirklich jeden Birkenkeimling um das Zehnfache zu überragen. Ja, und dafür hat eine Kastanie halt paar Kilo, paar hundert Kilo bestenfalls Maroni, die aber letzten Endes bloß vielleicht paar tausend Jungbäumchen hervorbringen können, wenn sie dann alle keimen. Ja? Birken haben Zehntausende, Hunderttausende Nachkommen pro Jahr. Potenziell, aber deren Überlebenschance hängt halt sehr stark davon ab, dass sie exakt am richtigen Ort gekeimt sind. Wenn sie überhaupt keimen, ist bei einer Kastanie die ersten Wochen ihres Lebens, ist scheißegal, wo sie steht, die ersten Wochen übersteht sie immer eben wegen dem Butterbrotpaket, was ihr Mama mitgegeben hat, sozusagen. Das ist sozusagen, könnte man sagen, die Birke, das ist so ein Kind, das hat den Tonbeutel vergessen und die Kastanie hatten dabei. Ja, schönes Beispiel, toll gemacht, Ben. Ja, ungefähr hier sind wir hoffentlich durchgekommen letztes Mal. Ich hatte hier mal ein bisschen die Buchen angesprochen, die man eben an ihrem charakteristischen Buchenstamm erkennt und überlegt, ob es überhaupt Buchen sind, weil es eben auch Bergahornhörner sein könnten. Jetzt zeigt sich, ja, der Bergahornanteil ist relativ gering und wir hatten irgendwo hier eine Kastanie gefunden, bei der wir uns nicht sicher waren, ob es eine Kastanie ist. Das könnte auch da hinten gewesen sein. Ich weiß es halt leider nicht mehr hundertprozentig. Tut mir leid. Aber hier beispielsweise das da, würde ich jetzt spontan als Kastanie ansprechen, wegen dieser Risse in Vertikalrichtung, die wir hier sehen. Das ist also so eine typische junge Kastanienborke. Und jetzt können wir auch überprüfen, ob es sich tatsächlich um eine Kastanie handelt, indem wir hier noch einen Schritt runter machen und dann mal nach oben schauen und dann feststellen, Scheißendreck, das Baum ist zu hoch, das Baum, böses Baum. Nein, es ist, ich habe keine Ahnung. Erstens ist es fast tot. Ihr werdet das auf der Kamera garantiert nicht besser sehen. Und ja, es ist so gut wie tot. Ist wahrscheinlich ausgedunkelt, zu viel Buche hier drumherum. Und dann könnte es alles Mögliche sein. Also von der Rinde her bleibe ich bei Kastanie. Aber Angabe ohne Gewähr. Ich entdecke wirklich kein Blatt, das ansatzweise vernünftig erstens diesem Baum hier zuzuordnen wäre. Hat er überhaupt noch Blätter? Ich entdecke keins. Ja, das heißt, wir müssen, was diese Pflanze hier angeht, leider dumm sterben. Das kommt vor. Und wir finden nachher bestimmt noch eine Kastanie, die mit Sicherheit eine Kastanie ist. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Ich war da hinten bei diesem mysteriösen Dingens. Unter anderem
Hatten wir letztes Mal über Efeu gesprochen? Nein, hatten wir nicht. Hier ist ein Strang Efeu. Efeu ist ein Epiphyt. Epiphyt bedeutet, wächst auf wem anders. Bedeutet nicht, saugt wem anders irgendwas aus. Jetzt hat so ein Efeu schon so kleine Würzelchen hier, die so aussehen, als würden sie sich in den Baum, auf dem er wächst, hineinbohren. Das tun sie auch, aber nur damit der Efeu besser hält. Der hebt sich also wirklich super gut fest. Du müsstest da schon mit massiver Gewalt dran gehen, um ihn da abzubekommen. Und das hätte dann vermutlich auch verletzende Folgen für die Rinde, auf der er sitzt. Am besten kriegt man ihn tot, indem man ihn unten durchsägt, durchschneidet, je nach Dicke. Wenn das mal ein richtig dicker geworden ist, muss man eher sägen und dann ist er halt tot. Muss man das tun im Wald? Ich meine in den meisten Fällen nein, weil der Efeu gehört hier halt auch her. Das ist eine heimische Pflanze, der gehört ins Waldökosystem, genauso wie es die Buche tut. Und ist im Regelfall für einen Laubbaum auch kein großes Problem, wenn es nicht viel zu viel Efeu wird. Wird er also mal richtig, richtig alt und bildet richtig viele Blätter in der Krone, dann werfen die Blätter des Efeu Schatten auf die Blätter der in diesem Fall Buche. Und dann machen sie sich gegenseitig Konkurrenz. Es ist aber nur so ein bisschen Efeu, ist es kein größeres Problem. Ein Stück weit gehört Efeu natürlich, wie gesagt, in jedes Waldökosystem. Man sollte ihn also willkommen heißen. Er bereichert die Natur. Und selbst wenn er mal einen Baum umbringt, das ist halt die Natur. Ne? Da stirbt halt mal auch jemand. Daher, aber es muss schon wirklich richtig, richtig viel Efeu sein, damit er dann seinen Wirtsbaum umbringt. Das braucht lange, lange Zeit. Lange Zeit. Das heißt, der Baum ist dann auch schon durchaus alt geworden. Meistens sind es Eichen, die so richtig dicke Efeu-Stränge aufweisen, dass das dann passieren kann. So, dieser Baum, da habe ich letztes Mal auch schon dran rumgerätselt. Ich habe behauptet, es sei wahrscheinlich ein Bergahorn. In Anbetracht dessen, dass hier überall Bergahorn-Keimlinge stehen, und zwar gefühlt noch mal mehr als woanders. Und ein bisschen Maiglöckchen. Oh, das ist spannend. Das ist spannend. Schaut mal. Maiglöckchen. Das ist deswegen spannend, weil hier ist es eigentlich zu dunkel für Maiglöckchen. Hat dem Maiglöckchen wohl keiner gesagt. Die sind zum Teil sehr schattertragend. Wir haben es hier also wahrscheinlich gerade mit einer extra schattertragenden Maiglöckchen-Population zu tun. Bemerkenswert. Ich hoffe, ich trete nicht drauf. Weil sowas ist unterstützt. Minderheitenschutz, ja. muss unterstützt werden, wenn gerade das Maiglöckchen versucht, sein Imperium auszubauen. Und ja, das ist doch eine schöne Sache. Ja, also ich bleibe bei Bergahorn. Ganz gesund ist er sicherlich auch nicht mehr. Das muss aber nicht daran liegen, dass hier jetzt die Rinde abbröckelt. Das ist beim Bergahorn einfach normal. Ab einem gewissen Alter sehen die gerne mal so aus. Es ist genetisch fixiert. Überhaupt kein Grund zur Sorge. Und die Mängel an Verjüngungen hier am Boden, hier ist wirklich alles voll mit Bergahornkeimlingen, lassen halt sehr stark die Vermutung zu, dass es sich um einen solchen handelt. Der hat hier unten überhaupt nirgends irgendwo einen Ast, wo man irgendwas identifizieren könnte, und so soll es ja auch sein. Wir wollen ja bitte astfreies Holz haben, aus wirtschaftlichen Gründen, das haben wir letztes Mal schon besprochen. Von daher vielleicht ein Top-Baum. Gesundheitszustand kann ich halt jetzt gar nicht einschätzen von hier unten. Man muss dann, das ist ein häufiges Problem generell, wenn du Bäume ansprechen, also beurteilen möchtest, dann musst du teilweise richtig weit weglaufen, um überhaupt mal die Krone sehen zu können, weil es meistens von unten eben nicht geht, schon gar nicht. Im Sommerzustand, es ist ja noch nicht Sommer, aber im Sommerzustand eines Laubwaldes unterm Baum stehend in die Krone gucken wollen, das kann ich vergessen. Ne? Es sei denn, du hast es wirklich mit einem extrem langweiligen Wald zu tun, wo jeder Baum so ganz einzeln vor sich herumsteht. Zum Beispiel die Hallenwaldphase des Buchenwaldes. Das ist dann auch wieder eine natürliche Phase in der Buchenwaldentwicklung. Da muss man sich auch nicht für schämen. Und in dem Fall hast du auch ein bisschen Übersicht im Wald und kannst dich da mal umgucken. Da ist nicht so viel Zeug im Weg rumstehend, wie das hier noch der Fall ist. Aber dieser Wald ist einfach noch nicht alt genug. Und ja, das ist so eine Ausnahmephase. Aber die muss ja nicht die einzige Phase sein, sollte auch nicht die einzige Phase sein. Je mehr verschiedene Waldentwicklungsphasen wir nebeneinander haben, desto größer ist das Mosaik, Klimax-Mosaik, wenn man es so nennen möchte. Und desto größer die biologische Vielfalt, desto größer die Artenvielfalt und auch die genetische Vielfalt und generell ein gesundes Waldökosystem. Auch ein genutztes, beförstertes Waldökosystem, das spricht überhaupt nichts dagegen, hat viele verschiedene Entwicklungsphasen nebeneinander. Auch mit unterschiedlich alten Bäumen auf derselben Fläche im besten Fall, ist zumindest ein sehr moderner Ansatz.
wie gesagt, im besten Fall, es geht auch mit dem Altersklassenwald, wenn man den ein bisschen besser bewirtschaftet, als das in der Vergangenheit häufig passiert ist, klappt das auch. Aber noch besser ist halt so ein Modell wie hier, wo wir eben sehr viele unterschiedlich dicke Bäume auf derselben Fläche haben. Wie zum Beispiel hier einen, der schon hiebreif wäre. Wenn du hier jetzt mal Holz rausholen würdest, wäre diese Esskastanie durchaus etwas, was in die längere Auswahl kommt. Das ist jetzt ganz eindeutig eine Esskastanie. Im etwas dickeren Zustand sieht man wunderbar diese Streifenborke in Vertikalrichtung. Das haben wir uns aber auch schon im Winter angeguckt. Und die sollte man tatsächlich vielleicht bald mal umschneiden. Sie ist nämlich leider verstorben, wie wir jetzt gerade feststellen, wenn wir nach oben gucken. Vielleicht könnt ihr das auch sehen. Man sieht da verdächtig viele kahle Zweige. Das heißt, der Baum ist hinüber. Ist noch nicht so schlimm. Von der Holzqualität her kann man den jetzt theoretisch jetzt noch holen, wenn man das dann möchte. Oder man lässt ihn jetzt einfach stehen, bis er von alleine umfällt, als Bereicherung dieses kleinen Waldökosystems. So wie man das da drüben auch mit der liegenden Fichte, die man da sehen kann, hoffentlich gemacht hat. Und noch ein Stückchen weiter hinten liegt ja auch eine dicke umgefallene Pappel bzw. deren Überreste. Und das meiste hat auch liegen lassen. Es sieht mir fast so aus, als da sie auch nicht markiert ist, als würde der Aufwand, diese eine Kastanie jetzt hier rauszuholen, zumal das jetzt auch kein Prachtexemplar ist. Die ist okay, vielleicht auch gut, aber nicht herausragend. Dann könnte man durchaus überlegen, ob man sie dann einfach der Natur überlässt. Man muss ja immer Kosten-Nutzen-Rechnung machen und dann noch ein Stück weit eben die Ökologie und den naturschutzfachlichen Wert mit berücksichtigen. Was kostet es jetzt, diesen einen Baum hier rauszuholen? Da musst du erstmal die Erntetechnik hier haben, wegen einem Baum die kommen lassen. Ja, wenn man sie sowieso gerade in der Nähe hat, kann man das vielleicht machen. Hat man in der Nähe gerade nirgendwo welche, lohnt sich's nicht. Kannst du den Baum auch noch ein paar Jahre später holen? Wenn er vollständig abgestorben ist, eher nicht so. Ne? Muss man ihn vielleicht fällen, weil er ein Gesundheitsrisiko für die nächste Straße darstellt? Die ist schon da hinten. Ne? Also es ist nicht so, dass da keine wäre, aber man sieht sie kaum. Ich würde sagen, nein. Mini Restrisiko bleibt. Das kann man aber gerichtlich nicht durchsetzen. Sollte jetzt hier ein Kinderwagen drunter landen unter diesem Baum, dann gibt es natürlich trotzdem einen Shitstorm. Aber juristisch gesehen sehe ich hier keinen Handlungsbedarf. Der darf also ruhig stehen bleiben, bis er von alleine umfällt. Oder wenn man dann sowieso hier mal ein paar Bäume umschneiden möchte, könnte man ihn auch rausnehmen. Da man hier aber generell, dieser Bestand ist nicht im erntefähigen Alter. Also hier gibt es zu wenig Bäume, die es wert wären, hier rausgeholt zu werden. Und ja, von hier sieht man es ein bisschen, der Ahorn ist tatsächlich noch gesund. Sogar sehr. Ja, also der hier mit der abblätternden Borke. Ja, schön. Schön. Ja, aber hier unsere Kastanie, wie gesagt, hat es hinter sich. Ich würde sie einfach stehen lassen. Ich weiß aber nicht, wie die finanzielle Situation hier vor Ort ist, ob man sich das gerade leisten kann oder nicht. So, und jetzt gucken wir noch bei unserer wirklich wertvollen Baumbestand hier vorbei. Das hatten wir letztes Mal auch angequatscht, dass hier das Geld rumsteht. Und das ist vor allen Dingen hier diese wunderbare Kastanie, die hat halt einen Durchmesser, wo sie echt was wert ist. Die hat kaum Äste und ja, auch noch kaum Blätter aufzuweisen. So, und jetzt ist es verdächtig. Irgendwas scheint hier gerade unsere Kastanien gekillt zu haben. Ja, weil sie hat zwar ein paar Blätter, aber wirklich viel zu wenig für die Jahreszeit. Ähnliches Bild wie bei der anderen da drüben. Und ja, dann wurde es denen wohl auch, die sind wohl zu behütet aufgewachsen. Das heißt, die hatten immer eine gute Wassersituation, bis dann eben tatsächlich irgendwas dazu geführt hat, dass ihnen das Wasser ausgegangen ist. Das ist wahrscheinlich ein Trockenheitsschaden und ihnen den Gar ausgemacht hat. Schade. Andererseits würde es sich jetzt, wenn du zwei von der Sorte hast, schon lohnen, die Erntetechnik vielleicht anrücken zu lassen. Also wir werden sehen, wenn wir im nächsten Winter noch mal hier sind, oder ich halte euch auf dem Laufenden, vielleicht nächstes Frühjahr. Das sind halt langfristige Prozesse im Wald. Da ist nichts mit Kurzlebigkeit wie im Internet. Ob die Bäume dann noch da sind oder ob man sie tatsächlich gefällt hat, weil die da wäre schon Geld wert. Und es ist schade, dass die offensichtlich kaputt ist. Ja.
Sehr schade. Dafür, da vorne ist unser Ahorndickicht, das haben wir letztes Mal auch gesehen. Und einige andere schöne Bäume, die hier auch noch rumstehen. Also plus minus, hier bin ich lang gelaufen und jetzt kommen wir hier in die Verjüngungsphase. Ne? Also hier ist der Waldboden offensichtlich deutlich grüner und mit deutlich höheren jungen Bäumen ausgestattet als woanders. Und wir haben hier auch ein bisschen mehr Licht, was hier einfällt. Und das reicht jetzt natürlich erstens für die Buchenverjüngung. Und auch da hinten die hohen Dinger, das ist alles Bergahorn, der hier auch eben wunderbar hoch wächst. Und wenn man schon durch so ein Verjüngungsfeld durchläuft, sollte man aufpassen, ja, keine jungen Bäumchen kaputt zu machen, weil streng genommen darf man es in Baden-Württemberg nicht. Ich mache also hier gerade ganz illegale Sachen. Dankenswerterweise habe ich nicht verraten, wo genau dieser Wald ist, sonst könnte man mich ja direkt anzeigen. Gut, ja, das hierzu eben der Verjüngungssituation. Das ist tipptopp. So muss eine Verjüngungssituation aussehen. Wunderbar, alles bestens. Im Frühjahr alles aufgegangen, alle jungen Bäumchen jetzt wieder mit Blättern ausgestattet. Schöne Mischung, Buche, Bergahorn. Kastanie sehe ich jetzt gerade keine, aber Buche, Bergahorn auf jeden Fall vorhanden. Es ist schon interessant, dass die Kastanien kaputt sind. Das wird mir noch zu denken geben. Da muss ich heute Abend mal drüber meditieren, in Anführungszeichen. Ja. Ja, und dann gehen wir noch runter zum Bach. Ich mache einen kurzen Schnitt, weil ich habe nicht mehr viel Akku. Ich habe wohl noch mehr Akkus dabei, aber die liegen in meinem Rucksack und der liegt ganz, 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 ganz weiter hinten. Mal gucken. Okay, das war wirklich nur ein kurzer Schnitt. Irgendwas hat hier gegraben. Ich habe keine Ahnung, was da gegraben hat, aber gegraben hat da etwas. Überambitionierter Hund. Wildsau. Aber sieht sehr untypisch aus für Wildsau. Kein Schimmer. Man findet schon mysteriöse Dinge hier im Walde. Vielleicht hat auch jemand eine Leiche entsorgt. Er kommt auch häufiger vor, als man denkt. Ja. ist wirklich so. In Deutschland ist das eine der Haupt... Da hat man mich mal drüber aufgeklärt. Ist einer der Hauptorte, wo man eine Leiche verschwinden lässt. Irgendwo im Wald verscharren. Ist ja auch effizient. Ne? Wald haben wir viel. Und kaum jemand kommt hier vorbei. Und wenn du hier jemanden verscharrst, dann ja, der muss erstmal wieder ausgebuddelt werden. Ne? So, wir befinden uns hier in der etwas älteren Ahornverjüngung. Wirklich wunderbar. Da gibt es wirklich nichts zu meckern. Die haben hier so eine leichte Verfärbung teilweise, wenn man von unten schaut. Von oben habt ihr gerade gesehen. Von der anderen Seite sehen die Blätter so ein bisschen ins Rötliche gehend aus. Das ist bei Bergahorn ganz normal. Ne? Also kein Grund zur Beunruhigung. Ahorn überall. Ich werde geahornt. ja, das Zepter hier ist ein bisschen länger, als es sein müsste. Und da bleibt man dann gerne mal irgendwo hängen. Das ist auch... Nee. War der letztes Mal schon umgefallen? Wir haben da hinten einen umgefallenen Baum. Ich glaube, den hatten wir letztes Mal nicht. Da gehen wir jetzt noch hin. Und dann gehen wir aber wirklich runter zum Bach. Und dann haben wir es auch. Ich bin hier schon länger hier, als ich geplant habe. Und ich habe ja noch Termine heute. Und ihr hängt schon wieder im Baum. Mensch, hört doch mal auf. So. Hier übrigens ein bisschen Holunder. Das ist Holunder. Erkennt man sofort an der interessanten Rindenstruktur. Ist ein Stickstoffzeiger. Bedeutet, hier haben wir einen erhöhten Stickstoffeintrag. Das erklärt auch, warum der Ahorn so gut wächst. Ein bisschen Stickstoff nimmt er nämlich auch ganz gerne. Und das liegt daran, dass hier wieder so ein Graben ist. Ich hoffe, man kann das da sehen hinter mir. Hier wurde früher Gartenabfälle und so ein Zeug illegal abgeladen. Es gab, als ich klein war, noch ein Schild da hinten, das darauf hingewiesen hat, dass man hier bitte nicht seine Gartenabfälle illegal abladen soll. Und das würde ein Stück weit natürlich erklären, warum wir hier die vielblütrige Weißwurz haben. Ja, ihr seht, ich kenne die Pflanze kaum. Und vielleicht ist die auf dem Wege hierher gekommen, weil es ist eigentlich ein eher ungewöhnlicher Bewohner. Vielleicht. Vielleicht ist es auch einfach ein Relikt aus grauer Vorzeit. Ich weiß es nicht, aber dadurch kann man ein Stück weit erklären, warum hier bitte schön ein einzelner Holunder rumsteht, ausgerechnet hier in der Nähe dieses Grabens, wo eben früher Zeug abgeladen wurde. Das hat zu einer Nährstoffanreicherung geführt. So, und hier haben wir jetzt einen umgestürzten Baum. Es war ein, das sehen wir gleich. Oh ja, es war eine vermutlich Pappel. Ja, das war eine Pappel und die hat natürlich ein bisschen was hinterlassen. Ne? Wenn ein großer Baum umfällt, das tut er nicht ohne Kollateralschäden. Da haben wir jetzt ein kleines Löchlein im Waldmantel
Und offensichtlich hatten wir auch einen Mikado-Effekt. Da drüben liegt der nächste, dass hier ein stärkerer Wind offenbar gleich mal ein bisschen was umgeschmissen hat. Ja, Pappel, kurze Lebenserwartung, wird dann auch in einer gewissen Dicke, diese hier zum Beispiel, relativ schnell mal umgeworfen. Und das Problem eben hier auch, was mit an diesem Windwurf schuld sein dürfte, der ist noch nicht lange her. Ich meine aber letztes Mal noch nicht. Das wäre mir aufgefallen, ja. Das wäre mir bestimmt aufgefallen. Und ja, warum? Naja, Lössboden weicht sich sehr stark auf, quillt sehr stark, hat zwar die Möglichkeit, intensiv durchwurzelt zu werden, wie man hier sehen kann, aber hier dürften wirklich die aufgeweichten Böden der letzten Jahre ausschlaggebend gewesen sein, dass die Verwurzelung nicht mehr so gut gehalten hat, wie sie hätte halten sollen. Außerdem ist das Wurzelballen erstaunlich schmal, ne? Der sollte ein bisschen breiter, in die so breiter eigentlich sein, ist er aus irgendwelchen Gründen nicht. Bedeutet, irgendwas ist hier doch ein bisschen schief gelaufen. Ah, das kann man da sehen. Da fehlt die Feinwurzelung auf der Seite. Da müsste mehr Feinwurzelmaterial vorhanden sein. Aber ich will jetzt nicht ewig lange hier am Wurzelstock herum spekulieren, warum die jetzt umgekippt ist. Aber ja, ist nicht schlimm. Ist wirklich nicht schlimm. Gerade die Pappeln hier, die sind ökologische Beimischung sozusagen, erhöhen die Vielfalt in diesem Wald. Und wenn die umstürzen und man sie liegen lässt, und das wird man hier voraussichtlich tun, wüsste nicht, warum man die jetzt holen müsste. Das Holz ist ja kaum was wert. Und nur in Einzelfällen kann man es mal für hochwertigere Verwendungen brauchen, für zum Beispiel Bastlereien oder irgendwelche, wie gesagt, Spezialanwendungen. Aber sonst ist es meistens eher nicht so wertvoll. Und ja, damit liegt die da eigentlich ganz gut und kann hier dann als Totholz auch wieder die Biodiversität bereichern. So, und damit sind wir wieder, das waren wir letztes Mal auch, an unserem dicksten Baum hier weitestgehend, fast weit und breit. Auf der anderen Seite vom Bach hat es auch nochmal einen dicken. Auch das ist eine Pappel, die hat offensichtlich das Problem überstanden und ohne sichtbare Schäden ist sie davon gekommen. Sie ist aber auch schon nicht mehr ganz so vital. Da oben könnt ihr sehen, die Krone ist zwar noch vorhanden und da gibt es auch Grün. Und die Blätter werden mit Sicherheit auch noch größer. Die Pappeln sind ein bisschen spät dran mit dem Austrieb. Haben sie ja auch recht, es war ja auch noch lange Zeit ziemlich kalt. Und da muss man sich also erstmal, denke ich, über die große Pappel wahrscheinlich keine Sorgen machen. Näheres dazu können wir beurteilen, wenn wir dann im richtigen Sommer wiederkommen. Es gibt also schon Gründe, hier nochmal vorbeizuschauen, um sich dann auch nochmal besser ein Bild zu machen vom Gesundheitszustand der einzelnen Bäume. Von hier sieht man übrigens jetzt auch nochmal gut. Da hinten, ich hoffe, ihr könnt es sehen, da sind die beiden toten Kastanien. Ich weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt, aber sie sind jedenfalls da. Von hier sieht man auch, dass die Krone von den beiden halt leider weitestgehend im Eimer ist. Ja, schade, aber sorgt natürlich, weil gerade auch beide in einer Linie sozusagen weg sind, macht das auch eine ganze Verjüngungslinie, wo wir dann wieder neue Bäume, junge Bäume kriegen, die da wunderbar hochwachsen können. Und sie sind ja schon dabei, hier hinter mir da, alles grün, wunderbar, es grünt, es wächst. Perfekte Verjüngungssituation, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Und ja, das Bächlein, es rauschet gar sehr, ist auch sehr schön. Ich habe hier, als ich noch klein war, so 11, 12 oder was, haben wir hier viel gespielt und haben hier kleine Staudämme gebaut und ein bisschen Bötchen fahren lassen und solche Sachen. Ja, mit 12 darf man kein Bötchen mehr fahren lassen, war uns egal, haben wir sowas in die Richtung gemacht. Wir haben natürlich versucht, möglichst große Staudämme, kleine Staudämme zu bauen. So groß sind sie nie geworden, aber es freut mich sehr, dass der Bach mal wieder so viel Wasser hat, wie ich das aus Kindheitstagen abgespeichert habe. Ob meine Erinnerung trügt oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Vielleicht ist es auch Quatsch und er hat jetzt super, super viel Wasser. Aber für mich, so von der Erinnerung her, hat er jetzt zum ersten Mal seit vielen Jahren mal wieder Normalwasser. Ist halt ein schönes Bächlein. Ja. Ich will ja nicht verklagt werden, sonst würde ich euch sagen, wie er heißt, aber sonst verklagt mich doch noch jemand, weil ich bin durch Verjüngung gelaufen.
Ja, also selbst wenn, da gibt es auch gar keine Strafe für, also keine Katalogstrafe. Was passiert, wenn du in Baden-Württemberg durch Naturverjüngung läufst? Du sollst es nicht tun und vermutlich gibt es irgendwelche Möglichkeiten, doch jemanden dafür zu bestrafen, dass das tut, aber das ist so unrealistisch. Ja, hier riecht es übrigens sehr, die Schweine waren da. Ja, hier waren offensichtlich die Schweinchen, sie haben gar nicht viel gewühlt, aber sie waren da. Und es riecht alles so ein bisschen moderig, so ein bisschen sumpfig. Das ist sehr, sehr gut. Das sind Zersetzungsprozesse, die dem Wald zugutekommen. Das sorgt hier für jede Menge frischen Nährstoff. Der Bach selber sorgt für jede Menge frischen Nährstoff. Und damit zersetzt sich auch der Umgefallene da. Ne? Unsere umgefallene Pappel, die wir uns letztes Mal schon angeguckt haben. Wir gehen nochmal hin. Die zersetzt sich jetzt natürlich auch bestens unter diesen Bedingungen. Und dann entsteht hier große Vielfalt mit vielen verschiedenen Baumarten, zumindest im Gesamtbestand. Die Tanne kommt halt nur da hinten vor. Das liegt daran, dass da hinten auch Samenbäume sind. Hier haben wir nur ganz wenige Nadelbäume. Da hinten stehen noch 2-3 Fichten, wenn man sie sehen kann. Die sind halt einfach noch übrig. Und das werden aber auch tendenziell weniger. Und ja, mal gucken, wie die natürliche Waldentwicklung hier weitergeht. Es ist ja ein Wirtschaftswald. Vielleicht greift man hier auch mal wieder ein, wenn es was zu holen gibt. Wie gesagt, die beiden Kastanien da hinten, die abgestorbenen. Vielleicht ist das was es zu holen gilt. Vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Jedenfalls war es das für heute mit dem späten Frühjahr-Rundgang. Und wir werden sehen, im Sommer hat sich hier das Kronendach noch weiter geschlossen und wir könnten wohl möglich etwas weniger Grün am Waldboden finden. Und ja, mal schauen. Ich kann es selber nicht hundertprozentig vorhersagen, was sich dann verändert haben wird. Lassen wir uns überraschen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.